Hey! Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Wir befinden uns jetzt hier am Eldenthron. Und höchstwahrscheinlich werden wir heute das Spiel komplett beenden können. Ich nehme mal an, es gäbe tatsächlich noch die eine oder andere Sache, die ich machen könnte. Nebenquest technisch, aber einen Teil habe ich ja auf jeden Fall versaut, indem ich nicht alle Quests in der richtigen Reihenfolge gemacht habe oder nicht richtig abgeschlossen habe. Wir schauen jetzt doch am besten einfach mal, was könnte da drin sein? Was könnte da drin sein? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich nehme mal an, dich kann ich entfernen gegen das hier. Und keine Ahnung, schauen wir doch einfach mal. Goldenes Licht berühren. Ist das jetzt das gleiche wie ein normaler Bosskampf oder was passiert jetzt genau? Ist das das... Oh. Das ist relativ eindeutig Königin Marika, ne? Sieht genauso aus wie auf den Pfählen. Das ist jetzt das... Okay. Okay. Da drin sieht aus wie das Großschwert der Goldenen Ordnung. Radagon von der Goldenen Ordnung. Wow! Schaden nehme ich mal an, ne? Heil dich. Oh, scheiße. Oh, zu früh gerollt, okay. Verdammt! Boah! Er kann... Okay.
rolle ich zu früh? Warum rolle ich zu früh? Du hast ein paar enorme Delays in deinem Moveset drin. Delays, das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, dann behauptete Malenias Echo ja auch, dass ihre Eltern ein und derselbe Gott sind. Also Marika da auf jeden Fall. Das haben wir am Anfang gesehen. Und dann Radagon. Also das müssen dann beides die Eltern sein von Malenia jetzt. Aber wie kann das... Wie genau funktioniert das, wenn... Oh, scheiße, meine Ausdauer war leer, ne? Boah. Okay. Radagon von der Goldenen Ordnung. Bin ich jetzt schon wieder nicht gerollt? Oh, okay. Oh, meine Güte, ey. Okay, okay. Diese Reichweite, die er da machen kann, das ist schon krass. Oh. War es das schon? Echt jetzt beim zweiten Mal? Moment, die Musik läuft noch. Irgendwas muss da jetzt noch sein. Jetzt seine wahre Gestalt, oder? Hä? Was ist das genau? Bekomme ich gerade sehr starke Prinzessin Mononoke-Vibes von diesem Ding hier. Was ist das? Bestie. Okay, also war Radagon gar nicht der wahre letzte Boss. Oh, hey!
deswegen so weit wegrennen. Boah, du bist nervig. Und dann rennst die ganze Zeit weg, dieses... Okay, Timing. Oh, ich sehe kaum wirklich, was es macht. Okay. Neben. Okay. Also ich finde die Tatsache, dass du meinst, die ganze Zeit vor mir wegzurennen, nicht gerade sehr amüsant. Wo ist es denn jetzt? Ach, ich renne in die falsche Richtung, ne? Von diesen komischen Magie-Attacken. Wie zum Henker kannst du sowas Großes verfehlen? Ernsthaft? Okay, Moment. What? Hey! Oh nö! What? Nein! Lass mich los! Ach, natürlich hat es einen Griff. Heldenbestie. Aber was könnte das Ding genau sein? Ist das einfach der... Geist des Eldenrings oder der Geist des Erdenbaums? Okay, okay, okay. Bin fast tot. Könnt ihr jetzt mal bitte aufhören mit dem... Na gut, war ja klar. Okay, bevor ich da jetzt nochmal reingehe, will ich doch mal das hier jetzt durch das hier ersetzen. Das sieht mir alles nach Heiligschaden aus, was ich da abbekomme. Natürlich, den habe ich nicht beachtet. Okay, ab hier. Fuck.
Fuck. Mist, so kurz vor der ersten Phase weg. Mist. Okay, nächster Versuch. Das ist ein Zweier. Okay. Oh, das ist ein Griff. Nicht gut. Okay, ich lerne tatsächlich noch, was der alles für Moves hat. Aber das sieht nicht so gut aus. Aber ich bin mal ganz im Ernst, als Boss gefällt er mir hier deutlich besser als die Eldenbestie. Das blöde Vieh rennt einfach die ganze Zeit weg. Oh, natürlich. Ich muss eigentlich schon versuchen, dass ich nicht so viel Schaden gegen ihn kriege. Weil ich brauche die Heilung nachher auch noch für die Eldenbestie und jetzt bin ich total aus dem Rhythmus. Fuck. So, nächster Versuch. Ah, wie weit der sich drehen kann, während er diesen Angriff macht. Roll doch bitte nochmal. Ey. Eine Sekunde schneller hättest du... Oh, fuck! Mist! Was stelle ich hier eigentlich gerade wieder an? Oh. Du ärgerst mich gerade. Beweg dich doch mit deinen Delays, ganz im Ernst. So, was ist das hier? Richtig, Kamera, ernsthaft. Das ist nicht lustig. Ich wollte rollen. Ach komm. Momente, wenn die Kamera dann rumspackt, sind nicht lustig. Augen. Mal auf mit diesem beschissenen Spam teleportieren. Du bist doch ein billiger Bastard, ey. Meine Güte, ey. Okay, jetzt du. Mag dich nicht. Oh,
komm, roll doch. Was soll denn der Käse? Also gut, dich nochmal. Rollen! Was ist so schwer daran? Rollen bitte! Komm schon. Oh, komm schon. Diese Reichweite, wenn er nach vorne torkelt, ist krass. Eieiei. Das hier. Hier. Ach, ich muss mich echt noch an seine Timings gewöhnen. Nervst. Fick dich ganz im Ernst. Und 3. Was trifft mich denn da noch? Oh, blöd man mit deinem Teleportieren, ne? Natürlich war ich nicht nah genug dran, ne? Blöd, Mann. So, Phase 1. Jetzt du. Bitte da weg, ne? Okay. Oh, da hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Critical Strike ansetzen können, oder? Na egal. Lass mal noch das hier trinken. Okay, jetzt müssen wir über diese Ringe da springen, die kommen, ne? Wo ist es jetzt? Wo ist es jetzt? Da hinten. Ach. Natürlich kommt es komplett an der anderen Ecke der Arena. Was soll dieses Biest eigentlich genau darstellen? Irgendeine Art Geist des Erdenbaums, schmetterlingsähnlich. Es sieht ähnlich aus wie Astel, muss ich sagen. Und es fliegt die ganze Zeit weg. Das ist etwas, was ich nicht mag. Bleib doch mal da, ey. Das macht so keinen Spaß, die ganze Zeit hinter dir herzurennen. Nicht, wenn du dann aus der Ferne so einen Scheiß machst.
nämlich der Käse schon wieder. Na gut, zumindest habe ich diesen blöden Talisman für heiligen Schaden ausgerüstet. Ach. Hier? Ja, kann ich. Okay, cool. Okay, Moment. Jetzt kommt der wieder. Einmal kurz das hier, bitte. Bleib doch jetzt da! Dieses ewige... Jetzt wieder dieses über den Ring springen, ne? Oh. Natürlich doch. Du bist so ein feiges Viech. Bleib da! Bleib einfach da. So, jetzt. Ein Treffer noch. Und... Fuck. Yes! Okay. Kommt da jetzt nochmal eine super geheime dritte Form? Nein, scheinbar nicht. Okay. Das war die Eldenbestie. $500.000, eine halbe Million, nur für das Besiegen von diesem blöden Ding. Und... Hä? Warum genau habe ich jetzt hier... Könnte ich jetzt hier wieder rausgehen? Also ich kann hier auf jeden Fall mal rasten. Was wir doch jetzt mal machen. Warum denn nicht, wenn ich die Runen habe? Dann machen wir das doch auch. Aber was ist jetzt? Annie herbeirufen. Gespaltene Marika berühren. Moment. Rani herbeirufen. Das machen wir doch mal. Immerhin haben wir der guten Rani ja so ein bisschen unsere Treue geschworen über diesen... über den Verlauf dieses Spiels, in dem wir ihre Quest vollständig abgeschlossen haben. Ich will zumindest mal sehen, was passiert, wenn wir dir jetzt bis zu Ende helfen. The battle is over, I see. Ja. Was du da an deinen Händen hast, fällt mir jetzt auch zum ersten Mal auf, Rani.
Okay. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. Consort eternal, Gefährte bis in alle Ewigkeit. Dann ist das eine Heirat, was wir mit dem Ring da gemacht haben. Okay. Letzten Bosse im Spiel. Das war Elden Ring. Ja. Mein bisher bei weitem längstes Let's Play-Projekt. Und die Tatsache, dass ich jetzt seit über einem Jahr an diesem Spiel rumgemacht habe und jetzt erst tatsächlich zum Ende gefunden habe, zeigt einfach wirklich, wie viel es in diesem Spiel zu tun gibt. Und das, was ich jetzt hier gemacht habe, war noch nicht mal alles, was das Spiel zu bieten hat. Ich habe garantiert ein paar Quests oder ein paar versteckte Höhlen nicht gefunden, nicht vollständig gemacht und trotzdem irgendwo im Bereich 150, 160 Stunden werden das gewesen sein, die ich in dieses Spiel gesteckt habe. Ich find's krass. Und ich muss auch zugeben, ich hatte bis zum Ende des Spiels tatsächlich Spaß. Es gab immer mal wieder Momente mit den Bossen, wo ein bestimmter Boss mich so ein bisschen auf die Palme gebracht hat, aber ja, das gehört für mich in diesen Spielen so ein bisschen dazu. Man sagt einmal kurz, scheiße, fick doch den Boss und dann macht man einfach weiter, beißt die Zähne zusammen und dann geht das schon. Und wenn man den Boss dann besiegt hat, dann ein Gefühl, das man nicht vergleichen kann. War allerdings für mich seit Dark Souls 1 schon so. Ich muss zugeben, mit Demon's Souls habe ich nicht angefangen. Für mich war Dark Souls der Einstieg in die Souls-Reihe und From Software-Spiele. Ja. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich bei allen Leuten ausgiebig bedanken, die über das Spiel verteilt mir so viele Tipps und Hinweise gegeben haben. Das war unglaublich nett und hilfreich von euch. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Leute tatsächlich auch mit Namen genannt werden wollen. Das könnt ihr gerne sagen. Aber normalerweise bin ich jetzt nicht so der Meinung, dass ich jedermann einfach per Namen nennen sollte, wenn die das nicht unbedingt wollen. Vieles von dem, was mir erzählt worden ist, hätte ich wahrscheinlich absolut nicht selbst drauf gekommen. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die über den Verlauf des Let's Plays mir Hilfe geleistet haben und Tipps gegeben haben. Ihr seid absolut der Hammer. Genau wie dieses Spiel. Meiner persönlichen Meinung nach, vom Inhalt her und von dem, was in dem Inhalt drin ist, von der Größe her, könnte das hier durchaus das beste Spiel sein, das FromSoft bisher gemacht hat. Und es demonstriert für mich halt auch, dass mittlerweile die Soulsborne-Reihe und Spiele in diesem Stil der Mainstream geworden sind.
Ich könnte vielleicht zum Schluss noch so ein bisschen meine Gedanken über die einzelnen Abschnitte des Spiels geben, aber ich bin jetzt echt so am Überlegen, was war für mich so der Standout-Bosskampf oder so etwas, oder der Boss, den ich wirklich am meisten mochte. Hätte ich jetzt echt große Schwierigkeiten rauszusuchen, wer mir am besten gefallen würde. Also was ich schon mal sagen kann, Malenia war auf jeden Fall der schwerste Boss, aber ich weiß nicht, ob ich sie als der beste Boss im Spiel bezeichnen würde. Einfach weil sie der einzige Boss ist, bei dem der Schwierigkeitsgrad wirklich so abartig übertrieben ist, dass es schon fast keinen Spaß mehr gemacht hat. Malenia war für mich ein bisschen übertrieben. Abgesehen davon, was waren Bosse, die mir wirklich am besten gefallen haben? Radahn war richtig, richtig gut. Morgott muss ich auch zugeben, der ist für mich auch nach wie vor sehr weit vorne mit dabei. Radagon selbst ganz zum Schluss hat mir auch gut gefallen. Wobei ich allerdings sagen muss, die Tatsache, dass er in Zusammenhang mit der Eldenbestie steht, was meiner Meinung nach kein sehr guter Boss ist. Ja, ich sag's einfach mal, das Eldenbeast oder die Eldenbestie hat mir als Bossgegner nicht so sehr gefallen. Einfach weil es rennt so häufig einfach vor einem weg. Das finde ich ein bisschen nervig. Morgott, Radahn, was war jetzt noch? Richtig, richtig guter Boss. Malekith fand ich ziemlich gut, auch wenn ich bei dem ein bisschen abgekackt habe und den Kampf nicht wirklich gerecht gewonnen habe. Oralux, auch richtig, richtig gut. Es gibt so viele gute Bosse. Ich kann wirklich jetzt nicht sagen, der eine Boss würde mir am besten gefallen. Es gibt allerdings auch einen ganzen Haufen Bosse, die jetzt nicht so wirklich das Gelbe vom Ei waren. Aber ja gut, das gehört dazu. Es kann nur dann richtig gute Bosse geben, weil es halt auch ein paar Bosse gibt, die nicht so übertrieben gut sind. Aber die Welt selbst, von der Art und Weise, wie groß sie ist, was es alles zu tun gibt, was man alles darin machen kann und was es alles zu finden gibt, absoluter Hammer. Von den Spielen, die ich bisher gespielt hatte, von der Souls-Reihe, war bisher relativ lange Dark Souls 1 mein Liebling. Ich glaube, Elden Ring hat das jetzt überholt. Ja. Aber naja, hammermäßiges Spiel. Ich glaube, die meisten Leute, die das Let's Play hier sehen, haben tatsächlich auch selber gespielt. Ansonsten hätte ich nicht so viele gute Tipps bekommen. Nochmal, vielen, vielen Dank für die Hilfe, die ihr mir gegeben habt. Könnt ihr von mir aus auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, hättet ihr potenziell Interesse daran, dass ich die Dark Souls-Reihe auch noch durchgehe? Ich hätte vielleicht Interesse, die ganzen Spiele nochmal durchzuspielen. Oder für mich auch tatsächlich Dark Souls 3 zum ersten Mal komplett abzuschließen, denn zu meiner Schande muss ich immer noch gestehen, habe ich bisher noch nicht komplett fertig, einfach weil ich mir nicht die Zeit genommen habe dafür. Ja, würde mich mal interessieren. Könnt ihr ja gerne in den Kommentaren hinterlassen. Was ist eure allgemeine Meinung zu dem Spiel? Wo würdet ihr das im Sinne von, ja, der Souls-Reihe und allem, was From Software so produziert, einordnen als eines der besseren oder eines der schlechteren Spiele? Oder ist das tatsächlich für viele das erste FromSoft-Spiel, das sie gespielt haben? Würde mich alles mal sehr interessieren. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und oh, Reise 2 beginnen. Wenn ihr jetzt nicht neu beginnt, könnt ihr die Reise 2 später an der Tafel der Gnade in der Tafelrundfeste beginnen. Wenn ich jetzt sage nein, dann bin ich noch im normalen New Game. Und wenn ich sage ja, geht's direkt ins New Game Plus, nehme ich mal an, ne? Sagen wir mal nein.
Denn dann könnte ich ja jetzt noch eine Sache schauen. Und zwar, was ich denn mit den Echo der Eldenbestie machen kann. Marikas Hammer. Und heiliges Reliktschwert. Ein Schwert gefertigt aus den Überresten eines Gottes, der ewig leben sollte. Es gibt viele Gedanken, was diese Waffe bedeutete. Manche halten sie für den Beweis einer großen Sünde. Andere für das Relikt einer großen Katastrophe. Manche sagen, sie wäre das Ende einer Ära. Andere sagen, sie wäre der Anfang. Einzigartiges Talent, goldene Welle. Erfüllt das Schwert mit dem goldenen Ruhm der Vergangenheit und feuert ihn auf eure Gegner ab. Eine goldene Welle breitet sich flächenförmig vorwärts aus und schlägt alle Gegner im Wirkungsbereich. Ein Steinhammer aus der Heimat der Numen, fern des Zwischenlands. Mit diesem Werkzeug zertrümmerte Königin Marika den Eldenring und Radagon versuchte, ihn damit wieder zu reparieren. Bei der Zertrümmerung des Rings brach auch der Hammer und ist nun von Runen durchsetzt. Talent, goldener Brecher, schwingt in die Höhe, erfüllt in der Luft die Runensplitter mit Licht und rammt ihn dann in den Boden. Der bevorzugte Angriff des heroischen Radagon. Und jetzt noch das Eldenecho, ein in den Erdenbaum. Sie war das Lehnstier des höheren Willens und die Inkarnation des Konzepts der Ordnung. Also so quasi eine Inkarnation des höheren Willens, dem die Finger unter anderem dienen. Okay. Interessant. Das heißt jetzt aber auch, ich könnte in der Theorie von hier aus jetzt, wo heißt es denn? Phase 2 antreten. Ja, von hier aus könnte ich jetzt ins New Game Plus gehen. Oder ich könnte von hier aus jetzt tatsächlich noch weiter Zeugs machen, falls ich irgendetwas noch finden wollen würde. Aber ich bin mal ganz ehrlich, das Let's Play geht jetzt schon lange genug. Und ich habe mich ja jetzt auch schon über die ganzen Credits hinaus groß verabschiedet mit diesem Let's Play. Ich und Bertger Odinson sagen Tschüss. Das war's mit Elden Ring. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play-Projekt wieder. Schaut gerne mal wieder rein, wenn ihr wollt. Bis dahin. Tschüss. Hey!